Alle bitte gut festhalten. Ich weiß ganz bestimmt, was ich tue. Ja! Das ist beängstigend! Aber das Geräusch ist so cool! Großer spitzer Felsen! Ich bräuchte mal Hilfe! Herr Gewehr! Oh nein! Das ist alles meine Schuld! Okay, wir sind soweit. Jetzt brauchen wir nur noch einen großartigen, erfahrenen Piloten, der unsere Mission sicher und eindrucksvoll steuert. Nimm mich, ich bin ein Pilot. Du hast wirklich eine Pilotenlizenz? Ja, ich habe etliche Lizenzen. Zum Beispiel die Lizenz zum Lieben. Die Lizenz zum Lieben von Chinchilla. Oh. Ich finde, er ist überqualifiziert. Ich habe zwar keine Pilotenlizenz, aber hey, ich kann das. Ich hab's schon so weit geschafft. Was ist denn das jetzt? Ich habe eine Panikattacke. Ich schaff das nicht. Also gut, ich zieh das durch. Mach einfach dein Ding weiter, Falco. Beeindrucke mich, du großer Kroko-Falke, du. Hey, Dr. Füchsel, was hältst du von einem krassen Looping? Was? Nein, das Schiff ist nicht für Loopings konstruiert. Einhornhündchen mit in die Triebwerke. Oh nein, ich bin ein Versager. Nein! Nein, Falco, du hast es geschafft. Ich hab's geschafft. Oh, oh, die Tür klemmt. Lass mich mal. Von innen verschlossen. Hallo, Frau Füchsin. Dave, mach sofort die Tür auf! Nein. Warum lässt er uns denn nicht rein? Ja, Frau Füchsin, erklär deinen Freunden doch mal den Grund. Immer noch Dr. Füchsin. Und ich weiß nicht, was du damit meinst. Es gibt nichts zu erklären. Ich muss beobachten, wie sich eine künstliche Intelligenz mit organischen Testpersonen im All verhält. Mein neuer Assistent Dave sollte der perfekte Prototyp sein. Hallöchen, Fuchsdoktor. Ich mag Welpen. Ich auch. Aber ich glaube, du solltest etwas klüger werden. Ihre Brille ist so wunderbar symmetrisch. Ich könnte sie den ganzen Tag scannen. Dave, was für ein intelligentes Vokabular. Ich frage mich, was passiert, wenn ich es noch weiter hochdrehe. Ich liebe dich, Frau Füchsin. Hey, Dr. Füchsin, was hältst du von dem krassen Looping? Was? Nein, das Schiff ist nicht für Loopings konstruiert! Wer ist denn das? Dein Freund? Ich hab dich für die Wissenschaft und nicht für Eifersucht konstruiert! Schrei mich nicht an! Würdest du uns bitte reinlassen? Oh, ist das etwa noch ein Freund? Was? Bitte, Herr Roboter, es ist kalt hier draußen. Weißt du eigentlich, wie allein ich mich fühle? Klar. Nein, Dave, du lässt uns jetzt sofort rein. Ich habe dich gemacht und ich kann dich auch wieder zerstören. Ach, auf einmal brauchst du mich wieder. was ist das denn? Dr. Füchsin, dein Anzug hat ein Loch und verliert Sauerstoff. Einhornhündchen, was? Es sieht wirklich lustig aus. Krieg keine Panik, aber mein Sauerstoff reicht noch für 30 Sekunden. Was sollen wir nur tun? Es gibt nur die Möglichkeit, dass ich mir mit jemandem den Anzug teile. Na klar, ist ja logisch. Falco, du hast den größten Anzug. Kannst du ihn mit Dr. Füchsin teilen? Wie, was, warum? Mit mir? Ich will ja nicht nerven, aber entscheide dich bitte! Entschuldige, steig ein! Leb wohl, mein schöner Körper. Also eigentlich bin ich ja furchtbar kitzlig und auch gar nicht auf Besuch vorbereitet. Also, das ist mir ein Jeich jetzt. Wow, ich kann fühlen, wie schnell dein Herz gerade schlägt, Falkodil. Ja, das Herz schlägt so stark wegen unseres Überlebenskampfes und nicht wegen irgendwas anderem. Ganz deiner Meinung, wir sollten uns alle auf das Überleben konzentrieren. Also nutz jetzt bitte deine Muskeln und tritt diese Tür ein. Oh ja, pass mal.